hat verstanden, Mann. Ich bin so zu spät dran. Ende. Ja, ja, deswegen ist das Ding leer, ne? Waren so sparsam, die haben keinen Schuss abgegeben, weil auch gar keiner drin war. Fahrzeug 1 hat noch 150 Schuss. 115. 115. Von ehemals 118. Nicht der AT-Schütze. Ja gut, du hast genau, gehen wir weiter in die Seite. Auf Höhe des Freies. Andere Seite. Guck mal hier, der AT-Schütze von mir zwischen dem dann. Ja, das hab ich mir auch gerade gedacht. Das war irgendwie komisch. Bei ihm. Oh Leute, reguliert doch einfach eure Lautstärken selber nach eurem Vorlieben und dann ist gut. Soll also nicht jedem mal eine Diskussion geben, das zählt ja doch. Okay, hier wollen ja. Meine Leute sind angetreten, falls du mir jetzt die Antwort halt. Ja, alles klar. Nee, passt schon. Punkt, wir sind alle auf dem gleichen Kanal. Okay. So, Hieronymus für alle Gruppen, einmal herhören bitte. Der aktuelle Situationsbericht. Nicht weit von uns entfernt, im Südwesten, befindet sich in einem Tal das Ziel, was wir sichern sollen. Es handelt sich um eine neuartige Technologie, auf die der Feind keinen Zugriff erhalten soll. Wir werden dafür den Straßenzug, den wir gekommen sind, ein Stück folgen, dann nach Süden abbiegen und uns dem Ganzen von Osten aus nähern. Wir werden das über eine Hügelkuppe machen, um das Tal gut einsehen zu können. Die Spitze und das Ende unserer Formation werden die bewaffneten Hunter bilden. Wir werden dabei die ganze Straße im Auge behalten müssen, um sicher zu gehen, dass uns keiner flankiert. Wenn wir das Ziel eingenommen haben, warten wir auf weitere Kräfte, um die Technologie sicherzustellen, und dabei ist mit Gegenangriffen zu rechnen. Wir werden zunächst auf eine vom Zielobjekt noch nicht einsehbare Position vorrücken und von dort aus das weitere Vorgehen besprechen bzw. in überschlagenen Angriff von Alpha und Bravo vorgehen. So verstanden? Jo, verstanden. Verstanden. Bravo, verstanden. Nicht auf dem falschen Kanal. Nicht auf dem Destroyer. Wieso habe ich das nicht auf dem Kanal gerade gehört? Bist du nicht auf Kanal? Hast du es normal gehört? Doch, bin ich. Ich habe es nur auf normal gehört, ohne Kanal. So auf Kanal 1 mit deinem Funkgerät. Ja. Guck mal was. Warte. Aber du hast es mündlich aber gehört, oder? Ja, aber ganz leise war das so weit weg. Der stand doch neben dir. Ja, funk mal was. Test, hallo, hier Test. Pumper auf Kanal 1. Test. Hat man das gehört? Ja, hat man gehört. Aber wieso hab ich euch nicht gehört gerade? Komm schnell mal rein. Nein, wir haben Mittel. Kann nochmal jemand kurz sagen? Ja. Hörst du das jetzt über Funk? Ich höre das jetzt über jetzt Funk, ja. Alles gut, wunderbar. So, dann warten wir mal eben eine Sekunde auf Feuer. Ja, Wingman, weißt du, was wir machen? Ich hab's nicht verstanden, weil vielleicht... Ich hab's nur über wir fahren jetzt den Straßenzug, den wir gekommen sind, ein bisschen weiter runter wieder. Und müssen dann Richtung Osten eine Stelle sichern, wo eine neuartige Technologie ist, die wir sichern sollen. Dann sollen wir die Technologie verteidigen gegen potenzielle Gegenangriffe vom Feind, der die Technologie natürlich ebenfalls haben okay, will. Okay, Alpha-Formation halt bitte. Warte, ich mache mal kurz Teamspeak. Wenn ich Teamspeak lauter mache, dann höre ich auch den Funk lauter. Right. Okay. Ja, bitte? Destroyer und Vega sind, haben gerade Disconnect. Kommen die an dieser Stelle wieder rein? Nein. Aber kannst du nicht erst antippen, der macht das dann. Alles klar. Wingman, hast du es jetzt verstanden oder soll ich es dir nochmal erklären? Warte, ich gucke gerade, dass ich das Teamspeak einstelle. Damit ich okay. So, ich komme jetzt neu auf den Server drauf, weil es nicht mehr hört. Mal gucken, wo ich starte. So, hallo? Nochmal. Ja. Also, wir fahren jetzt die Straße nochmal ein bisschen zurück, wo wir hergekommen sind, in Richtung Süden. Da nehmen wir dann eine Position ein, von der wir das Zielobjekt noch nicht sehen. Das ist eine neue Technologie, die wir bergen müssen, damit der Feind sie nicht bekommt. Dann gehen wir weiter und versuchen das zu verteidigen und warten auf Verstärkung. Und ja. Rockfit? Okay, das habe ich verstanden. Danke. Rockfit? Ja? Hast du eben die Ansprache mitbekommen? Negativ. Okay.
Raum spielen wir nicht einfach Drive, stille Post, das ist genauso. Nein, das war Destroyer. So, und Promeluk ist vorne links der erste, ne? Genau. Alles klar, check. Vegas und Destroyer neu ausrüsten, bitte, komm. Das klingt ja super. Erst mit der Kommunikation, jetzt noch mit dem Gucken oder was? Such dir mal rein über Nachbarn aus, bitte. Vegas hört, kommen. Wieder alle vollzählig? Also, gerade wie redest du in der Zeit? Jo, bin vollzählig, aufgerüstet, Bravo ist auch bereit, kommen. Gut, dann soll Bravo Alpha folgen. Okay, Alpha. Einmal, Moment. Hieronymus für Alpha. Wir rücken jetzt aus. Das Führungsfahrzeug startet die Motoren und fährt in langsamster Gangart vorwärts. Der Rest folgt in Schützenreihe. Verstanden. Führungsfahrzeug Alpha, Geschwindigkeit anpassen und langsamer werden. Wir gehen. Nochmal Vegas für alle Teile. Passt auf, dass ihr die Schützenreihe einhaltet. Fragt uns die Kameraden um euch herum, wie das geht. Achtet auf den jeweils anderen. Ich beobachte euch. Kommen. Ich höre Seemöwen. Versucht mal irgendwie auf 1 km/h zu bleiben. Oder 3. Gut, Vegas Information, Konvoi rollt. Vegas Ende. Da kannst du wieder ein bisschen. Jo. Einmal scharf links. Dann machen wir Stopp. Wieder aufholen. Klug für Vegas, kommen. Klug gehört. Bitte soweit möglich in die Schützenreihe eingliedern. Kommen. Verstanden. Okay, Vegas Ende. Hieronymus für Vegas, kommen. Mein Schütze hat Sichtkontakt zum zum abgestürzten Helikopter, soweit Ziel.
und Umgebung feindfrei. Komm in. So bestätigt. Weiter beobachten. Wir werden erstmal den Straßenzug nach unten wechseln. Komm in. Ja, Vegas, so verstanden. Wir fahren fort. Vegas Ende. Führungsfahrzeug für Hieronymus, komm in. Bitte Vorsprung durch Führungsfahrzeug verringern, maximal 20 Meter von der Formation entfernen, komm in. So verstanden, Hieronymus, Ende. Eigentlich läuft es ja auch anders ab. Da läuft ja auch die Infanterie vorne und hinten. Dass sich das Fahrzeug an die Infanterie anpasst und nicht umgekehrt. Ganz wieder ein bisschen. Na, stopp. So, jetzt wieder ein bisschen. Verbündet. Ja, lass es mal hoppeln. War ein Fehlschuss gerade. Boah, ich hab gedacht, ein Scharfschütze war gewesen, ey. Ja, wieder stehen lassen. Ja, warte mal, bis die sich da wieder neu organisiert haben. Bisschen langsamer, meint er. Noch langsamer. So verstanden, und genau daran habe ich auch gedacht, so machen wir das. Das heißt, wir werden den Schützenmodul überschlagen, einen Angriff machen und die Fahrzeuge hier oben rein. Wir führen die Kolonne erst einmal sofort, dass das Führungsfahrzeug den Kontakt auf die Blase erhalten hat. Komm mit. So verstanden, wir wollen das. Hieronymus für Führungsfahrzeug, kommen. Der Schütze soll Meldung geben, wenn er Einsicht auf den feindlichen, auf den Helikopter und die Basis im Tal hat, kommen. Hm, hat er schon Einsicht sogar. Von hier aus kannst du nicht wirklich was reißen, also ich sehe ihn jetzt. Naja, ich habe nur irgendwie was dagegen, dass wir jetzt gleich unsere stärksten Waffen hinten lassen wollen. Ja. Vor allen Dingen, weil wir noch 115 Schuss haben damit. Das ist zwar nicht jetzt viel, aber auch nicht wenig.
Geronimus für Führungsfahrzeug, bitte kommen. Geronimus hört. Sichtkontakt zum Hubschrauber, Wrack hergestellt, erwarten weitere Anweisungen. Komm. So verstanden, Geronimus hört. Geronimus an alle Teile, alle Gruppen, Formationen, Halt und Umsicherung einrichten und Aufklärung ins Tal, komm hin. Sicher nach vorne. In der Formation stehen bleiben dabei, wenn noch nichts weiter befohlen wird, bleibt in der Formation, sichert rundum. So, sonst Promillo? Ja. Du kriegst einen Spezialauftrag, du siehst das Dorf von hier aus auf 160 Grad. Ja. Einmal Fernglas schnappen und aufklären. Klar. Ja. Okay, ich denke mal. Bei den kleinen Häusern das klärt dann kommen wir gerade auf. Ja, ich habe gerade gar kein Fernglas, aber ich habe ja das 12 auch zu. Okay. Ich glaube, es reicht, wenn wir die beiden Fahrzeuge hier oben haben. Weißt du, das eine hat noch 16 Schuss oder 26. Die können dann ja rund sichern als Infanteristen mit dem Fahrer. Das sind hier oben recht sicher. Ja, 26 Schuss. Da würde ich die Leute lieber mitnehmen. Wenn ich eine Anmerkung. Wenn ich eine Anmerkung machen darf. Ja. Ich würde die Fahrzeuge auf der LZ Baldi positionieren, von da aus hat man wesentlich bessere Einsicht dahin und ja, kann dementsprechend besser decken. Ja, das ist absolut richtig. Die Frage ist trotzdem, inwiefern wir da hinkommen, beziehungsweise wir von dort aus nicht das ist zu viel Einsicht kriegen. Also das würde alles weiter jetzt verzögern, bis wir da sind. Einfach losfahren lassen können wir ja nicht bei AED-Warnung und Feinden im Gelände. Bei dem Dorf sehe ich jetzt keine Feinde von hier aus, aber ich weiß halt nicht, was hinter den Häusern ist. Naja, also versperrt auf jeden Fall. Also das Gebiet ist auf keinen Fall feindfrei und auch nicht feindfrei. Ich denke, wir sollten das so einfach wie möglich von hier oben machen und danach infanteristisch weiter weiterwirken. Herr Thermalsicht, keine Feindsichtung im Dorf. Ja, machen wir genauso. Genauso wie gesprochen. Die Fahrzeuge bleiben hier oben, die bringen neue Druckzeichen. Sollen sie selbst von umdecken, das Dorf hier auch mit dem Auge behalten. Dann lassen wir uns den Auto-Rifleman auch hier oben. Das gefällt mir allerdings nicht, ich weiß, das auch getauscht. Ja. Och, Mann, oben. Und bei mir ist, ich würde sagen, wir lösen mein Fahrzeug auch, weil Kani ist da der Medic. Braucht ihr ein, ja, du hast das Fahrzeug mit 26 Schuss, ne? Ja, Jungs, alle braucht dann bleibt drin. Okay, ich würde sagen, weil ich jetzt gerade mit. Wenn dir zwei fehlen, dann hast du noch 8. Deswegen, ich könnte mich auch austauschen lassen mit dem ja, warte mal eben bitte. Was sagst du zu Idee? Wie viele Leute hast du noch? Also zwei in den Fahrzeugen? Dann habe ich noch 6 Mann neben mir. Okay, dann würde ich sagen, übernehmen wir die Spitze. Wir rücken vor 100 oder 200 Meter. Ihr rückt ab und wir rücken wieder vor, oder? Ja. Ja, also nicht überschlagen, sondern sukzessiv. Okay, dann lass mich schon mal ein bisschen unter der Flirt und hier meine Leute anstellen. Alles klar, das heißt, du steckst keine weiteren mehr zur Absicherung hier. Ich lasse nur das Fahrzeug mit dem Fahrer hier, richtig? Ja. Alles klar. Gut, dann Schützen nehmen auch. Okay. Soll ich mich dann anbieten als Spezialist? Dann Vegas für alle Teile Bravo, absitzen vom hinteren Fahrzeug. Alle Teile Bravo zum hinteren Fahrzeug aufrücken. Jetzt gerade nicht. Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Also wir haben nämlich zwei, oder? Mit drei Leuten gleichzeitig direkt klappt nicht. Nein. Den ich aber nicht brauche, ist Black Sky. Black Sky, hörst du mich? Ja. Du gehst einmal zum Fahrzeug und tauschst Drive als Schütze am Hunter aus. Oh. Black Sky, kannst du damit schießen? Ja. Ja, ich habe gerade meine Waffe auf die rechte Seite gelegt. Ja. FRGD musst du drücken, dann wechselst du wieder auf die andere. Ah, nee, auf der linken Seite einstecken, ist genau. Ah, so also, noch zu, kann nichts machen. Ah, jetzt. Vegas, wir hören immer. Vegas hört, komme. Einmal Kanal von Bravo wieder. Black Sky ist an Bord, ja, als Kanal. Okay, alles klar. So, verstanden, mache ich. Ist noch irgendjemand auf dem Bravo-Trupp hier vorne?
Shep, darf ich mir noch ein paar Granaten mitnehmen für den Unterlauf? Wenn du im Hunter noch welche findest, pack sie ein. Ja, okay. Das ist der Heli, alles klar. Hier sind auch noch ein paar Handgranaten, wenn jemand braucht. Kann ich mir auch welche mitnehmen? Name? Wingman. Hast du Granaten benutzt? Nein. Nee, dann behalt erstmal die. Was ist mit, sind da noch Claymores drin? Weil ich habe jetzt schon ein paar benutzt. Dürften keine mehr drin sein. Du arbeitest erstmal mit dem, was du hast. Nee, hier ist nur Smoke, normale Handgranaten und ein paar hunderter Magazine für die Waffen, die wir nicht benutzen. So, weiter sichern, klärt, wenn ihr Zoom und Ferngläser habt, weiter das Tal auf. Die Sicherung zur Nordostseite entfällt, da ist unsere Basis. Schützenreihe dafür auflösen und zur Boschung vorrücken. Wir stoßen von hier aus gleich ins Tal vor. Dead Red? Motor aus. Und das Fahrzeug als Infanterist sichern. Spreche dich mit Black Sky, das ist dein Schütze, ab. Ihr deckt von hier oben die ganze Situation. Verstanden. Ja, richtig. Du bist der Fahrer nur noch, wenn das Fahrzeug bewegt werden muss. Der Schütze gibt dir dazu eine Einschätzung, inwiefern er überhaupt bewegt werden muss. Und ihr beiden, also das Overwatch-Fahrzeug, bekommt ein neues Kennzeichen, neues Rufzeichen. Ihr seid jetzt Charlie, alles klar? Ihr bleibt beim Funkgerät aber weiter auf Kanal 1. Hiro? Ja? Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das mit dem Funken klappen wird von da unten. Wegen Reichweite. Bis 800 Meter, 850 bis zu einem Wrack. Okay. Laut Rangefinder vom HMG. Ja, ist halt die Frage, inwieweit wir da runterkommen mit dem Funk bzw. rauf. Ja, das ist ein guter Einwand. Ich kann auch noch ein Haus sehen, da wo das Ding abgestürzt ist. Sekunde mal eben, Position bei beiden. Positiv. Hieronymus hört. Kannst du mal kurz sagen, auf welcher Gradzahl das ist? Ich finde das gar nicht. Hab's noch nicht gesehen. Das Wrack ist 130. 235. So, verstanden, noch einmal zwischen den Fuchsbetten. Ja. Da ist, kommt noch einer. Ja, oben auf dem Berg ist auch noch einer. Der ist jetzt hier davon. Wir sind verbündet. Seid ihr Feinde? Oh, Feuer einstellen. Ich höre hier Stimmen. Die kommen von hinten. Ja, wir haben verstanden. Wir stellen das Feuer ein. Das sind keine Freunde, das sind Dankeschön. Feinde. Dankeschön. Das sind Feinde. Runter. Ach so, und da kommt hier, dann haben wir noch. Das sind Feinde, Scheiße. 230? Ja, ich hab mich gefallen. Ich auch. Piu, 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 piu.